Der Fuchs da ins Wilde. Das bin ich. Seit 10 Jahren unterwegs. Ja. Auf der Straße, im Bus, in Hotels, in die Städte. Zum Beispiel am Strohhutfest in Frankenthal. Da ist die Miss Strohhut. Wie fing das denn damals alles an? Ja, ich hatte ein Trio und wir haben auch so Rock Blues gemacht und Pfälzerlieder im Mundartwing. Und die Leute waren nicht so zuverlässig. Alkohol, Frauen ist immer das Problem von Bands. Ja, dann war das zu Ende und dann habe ich dann gedacht, ich bin ja Musik verrückt, ich brauche ja Musik. Ich mache es alleine. Eine Ein-Mann-Band. Ja, und dann habe ich mir das zusammengebaut. Eine Trommel, Banjo. Ja, es ist nicht so einfach. Man fängt ja mit einem Instrument an, mit Gitarre. Und dann singt man vielleicht dazu. Und dann kommt die Mundharmonika. Das ist mir alles einstudieren. Dann Schlagzeug und noch so verschiedene Klanginstrumente. Also nicht schwer war der Hahn, ne? Das ist ja ganz einfach zu machen. Oder die China-Glock. Ja. Diese Rötsche. Immer wieder kein Gehör für Publikum. Wie heißt Sie? Ich bin der Fuchs Teufelswilde. Der Fuchs Teufelswilde? Jo. Gut, das aus stimmt. Dem Pfalz. Ach, der Pelzer. Ja, der Pelzer. Gut. Soll ich lieber näher an die Leute rangehen, wenn es richtig geht? Näher an die Leute ran, dass wir ein paar Leute. Sollen wir her? Oder wenn Sie da an der Spieler sind, dann kommen wir rein. Ja? Ja, ja, ich brauche sie morgen für morgige Ausgaben noch. Ah, ja, schön. Ja klar. Da wo neu sind vielleicht, dass wir ein paar drum umkriegen. Machen wir gerade mal die Dinger los, dieses... Was für das da? Diese Pendel, diese Pendel. Jetzt hat er... Ja, Moment, das machen wir felsig jetzt. Komm mal her zu dem Mann, komm. Das machen wir felsig, ja. Komm mal her. So, jetzt felsig, ja. Brauchen halt ein paar Leute rum noch. Hallo, Uli. Hallo! 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 Seid ihr alle da? Warum machst du eigentlich Musik? Ja, weil ich das im Blut habe und ich weiß nicht, gibt es Menschen, die wenn die gelobt werden, aber da musst du was tun, ne? Gelobt zu werden. Und das für einen Künstler gelobt zu werden, ist auch schon eine Sucht, also, ne? Weil das ist schön, man hat das gute Gefühl und so, und man sagt, ja, ich mag das weiter und so, ne? Ist auch eine Sucht da. Wirst du viel gelobt? Ja, geht so.
geht so, ne? Könnte mehr sein? Nein. So geht so. Ich mag's, aber man denkt da so, ah, oh, ist der Angeber, er macht Musik, weil er, guck, wie ist der arrogant und so, das ist nicht, also, ich bin nicht, ich mache nicht Musik, weil ich das andere zeigen will, was ich kann, das nicht. Ich mache das, weil das klappt bei mir und ich mache Musik. Aber nicht angeben, sowas nicht. Machst du Rock und Blues? Ja, das ist meine Generation, das war meine Jugend. Ne? Da bin ich aufgewachsen, das war unser Satisfaction. Ne? Worum geht es im Rock und Blues für dich? Ja, da geht es um Lebensfreude. Ja. Lang lebe Rock und Roll. Ne? Was soll ich sagen dazu? Ja. Das ist ein Lebensgefühl. Und das möchtest du retten? Oder? Ja, also ich was retten, also ich mache das weiter, bis ich nicht mehr kann. Ne? Ja. Bis zur Rente. Und wo nimmst du die Kraft dafür, weiterzumachen? Ja. Also von den Leuten, ne? Von den Kindern. Also Straßenmusik, wenn ich Straßenmusik mache und es passiert so wie gestern, es kommen Kinder, kommen Leute zu und tanzen oder klatschen, das gibt mir die Kraft, ja. Wenn die Kinder die große Augen machen, so, das ist fantastisch. Hallo Nadine! Hallo, ich bin der Huppi. Geht's dir gut? Ja. Okay. Ja, fang mal an zu tanzen, komm. Tanz mal ganz spontan. Komm mal her, ja. Tanz mal mit mir. Ah, schön. Danke schön, Leute. Jawohl, die Kinder tanzen. Und alle klatschen in die Hände. Everybody clap your hands. Klatschen in die Hände. Jetzt kommt die Stimmung. Hey! Schön. Fantastisch.
mir geht's gut. Und ich will sein auch, was ich bin. Was ich bin, also. Ich bereue das nicht. Ja. Guck, ich fahre morgen nach Hause, sind meine Jungs da und alle bin ich wieder mit meiner Familie. So, ne? Ja. Das ist wichtig für Italiener, Familie, oder? Ja, ich glaube ja, Familie ist, weil also, auch wenn ich Künstler bin, also gestern sagt einer, wir rauchen Marihuana und so, ne. Ich habe auch so, ich kann mich verteidigen und nicht, dass ich heute, mir geht zwei Jahre so, mit ganz viele Freunde und ich verdiene gut und so und in zwei Jahren bin ich wieder weg. Ne? Dann habe ich keine Familie mehr. Wenn ich mein Jungs verlasse und meine Familie, kann sein, dass ich kann nicht mehr glücklich sein oder so. Ne? Und ich kann das nicht, ich möchte auch meine Familien sehen und meine Jungs und Beziehungen. Eine Zukunft auch geben, wie meine Eltern mir das gegeben haben. Das ist dann, ja, weil man denkt auch, guck, er kann gut spielen und so, was hat er für Frauen und so. Das ist nur Unsinn. Unsinn. Musik auch. Ja, so viel Musikkultur hat man Frau nicht. Die hört also Celentano, Eros Ramazzotti, alles diese Konsummusik und so. Aber richtig, also vom Liedermacher oder Musikrichtungen interessiert sich man Frau nicht darüber. Eros Ramazzotti, ja. Da gehst du in jede Pizzeria in Deutschland, Gastronomie, aus dem Eros Ramazzotti. Ne? Ich verstehe das nicht. Und er macht Konzerte, ausverkauft und ist. Ja, Eros Ramazzotti ist reich. In Südamerika verkauft er. Ja, weil er einen Namen hat, ne? Und im Restaurant nur Eros Ramazzotti. So schlecht ist der Eros Ramazzotti nicht, aber das ist einfach so, ne? Das Publikum ist so, ne? Verkauft immer die Musik, also wie Rick Clapton, Santana und so, ne? Die einen Namen haben und so, ne? Ja. Macht deine Frau deine Musik? Ja, die macht das, aber man wird ganz schnell beeinflusst also von der Musik, ne? Ja, meine Frau also macht die Musik, ist klar. Die macht die Musik, aber weiß ich nicht, also manchmal also will sie was anderes hören, also die ist ein bisschen mit der Materialist, also mit seinen Gedanken auch, ne? Und, ja. Hast du ja schon mal ein Lied komponiert, nur für sie? Von meiner Frau? Ja, ich habe Songs geschrieben auch, aber für sie weiß ich nicht. Worüber gehen deine Songs? Ja, und Enttäuschung und so, ne? Dass du jemanden kennenlernst, die du mögen, ne? Und auf einmal ist alles und so, ne? So was hier. Solche Songs zum Beispiel, ne? Die Straßenmusik wäre schwer, ja. Nur Straßenmusik. Das ist ziemlich hart, ne? Ja.
Man fängt ja mit Straße an, aber irgendwann muss man dann gucken, dass man sich vermarktet und dass man das weiterkommt. Das habe ich dann gemacht. Ja, ich habe jetzt viel Gigs, ich habe ungefähr im Jahr 55 Gigs. Ja. Und dann geht das schon. Aber du könntest doch auch so Musik machen wie Eros Ramazzotti. Aber da bin ich nicht dafür. Also ich habe nicht die Stimme von Eros Ramazzotti. Die hat deine Stimme, Eros Ramazzotti. Und ich, also sein Songs, die euch, wenn ich vielleicht in ein Restaurant gehe, essen. Aber ich habe also eine andere Musikkultur, das ist mit meiner Musik. Weil ich kenne Flamenco, ich kann Jazz, ich kenne Bluescraft, ich kenne. Ich bin also in diese Musikwurzel da. Ne? Und für mich also ein Ramazzotti, ich habe auch ein paar, so eine Partitur von Ramazzotti. Musiker und so, so sind wir so da. Selbst eine Donna und so, ne? Da sind drei, vier Akkorde, so, da habe ich keinen Spaß, keine Lust drauf. Also, meine Frau auch zu Hause, das Ramazzotti auch, ganz laut, da gehe ich da, mache ich wieder leise, oder ich gehe, so, weil ich mich nicht mehr das Ramazzotti und werde, ne? Ja, es bringt die Menschen zusammen, ne? Und ich bin auch gern der Clown, ne? Oder der Kasper, so, ne? Mach gern halt auf witzige Art, ne? Zeig gern, was er da will, auch Freude bringen unter die Menschen, ne? Ja, was ist es? Und ist dir nicht manchmal, also mir persönlich wäre das peinlich manchmal. Ich meine, ich fand es super mit dir, ich habe es Spaß gemacht, ja, gestern klar. Auch. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn ich da jetzt stehe, dann habe ich da so einen 16-, 17-jährigen Jungen vor mir und ich mache da gerade so mit einem Zeug drauf. Persönlich, bei mir, das dann in dem Moment, ja. Für mich selber mit dem ganzen Zeug drauf, ich könnte das gar nicht aushalten. Wie hältst denn du das aus? Ich verstehe dich genau. Es kann auch nicht jeder machen. Ne? Man muss wirklich der Clown sein. Ne? Ich habe den Drang, ich muss das machen. Ne? Ich mache das gern. Anderstatt kann man es auch nicht machen, denke ich. Ne? Und wie hast du erkannt, dass du der Clown bist? Auf Partys früher, ne? Oder im Park in den 70er Jahren. Naja, ich weine mal immer dieser stille, ne, Junge. Ne? Und die Musik hat mich ein bisschen gelöst davon. Ne? Kann ich. Ja. Und wie ist das so? Was sagt zum Beispiel deine Frau dazu, dass du hier so rum. Ja, das ist gut. Das ist eine gute Frage. Also ich habe dann zum zweiten Mal die richtige Frau gefunden. Ja. Für meinen verrückten Beruf hier. Und sie steht voll hinten dran. Wir haben zwei Kinder. 9 und 10, Max und Maria. Und sind glücklich. Und wo hat es bei der ersten Frau gehabert, wenn ich fragen darf? Ja. Die Musik. Da kamen diese viele Störungen und ich sprach an meine Musik. Ja, dann ist es gescheitert, das Projekt. Ciao, chi parla, Enza? Sono io, Franchi, stavi dormendo. E vabbè, perché tu vedi sempre la televisione a quest'ora? E vabbè, ti volevo parlare che oggi ho finito la giornata, ho suonato così tanto, dopo domani suonerò ancora lì, sì, domani sì, e dopo lunedì partirò verso le 7, le 11 sono là, se si Esman. Tu, Enza, sai una cosa, ci stanno registrando sulla camera. Come sto parlando, è per questo sto parlando in italiano, ci sono due che ci registrano sul film, no? No, ma proprio adesso che sto telefonando col telefono, così dopo ci possiamo vedere dentro il video, no? Quando sarà. Sì, sarà, quando lo finisco però, no? Ha detto vogliamo sentirti come parli a casa. Gino e Dante dormono, Gino. Tutti e due, non sono usciti? Ah, stanno a casa. Di sabato sono a casa, come mai? E Nicola? È uscito. Beh, comunque fra poco vado pure io a dormire, no? Ci vediamo, eh? Ciao amore, ciao.
Oh, die waren schlafen, meine Frau. Die waren schlafen. Ja. Ja, vielleicht ist es interessant, ich tue ein bisschen malen. Ich habe hier zum Knoblauchlied, was ein Freund von mir geschrieben hat, der Dieter Reinberger. Mhm. Machen wir das Werbung. Entschuldigung. Ja, da gehen wir nicht rein. Und Moment. Das war von einem Refrain, wo ich vorhin gesungen habe. Ich fress Knoblauch, ich stink zwar wie ein Bock. Länger lebe durch Tuch. Da haben wir so eine ältere Form von früher, diese Moritaten. Ne? Und dann schauen wir dann zwei Leute aus dem Publikum raus, also meistens Mädchen. Mhm. Und eine muss dann die Bilderchen zeigen. Und die andere kriegt dann so ganz spontan eine Banane in die Hand. Nimm mal die Banane. Mhm. Ja. Vielleicht noch ein Kasu. Okay, alles klar. Na, so, es geht los, ja, und dann, ja. Dann singen wir das Lied. Dann, ne? Also, wie spiele ich denn das? Ja, ganz einfach. Ich komm. Vielleicht schon mal gesagt. Ja. Wie macht das Auto? Ja. Dö, dö. Ja, mach. Siehe. Dö, dö. Dö, dö. Ja. Dö, dö. Dö, dö. Ja! Richtig, ja, ja. So, okay. Also du bist dann der Älter. Achso, das halte ich auch. Geil, ne? Ja. Und dann, wenn ich dann. Wenn ich dann mit dem rechten Auge zwinge, machst du meine Seite hoch. Achso, okay. Und was kann ich. Halber sieben morgens, da steh ich auf. Da geh ich in den Keller, hol mal Knoblauch auf. Schneid ich mal Kleck und verträge mit Salz. Da schmier ich mal das Brot und da drüber mach ich Salz. Das geh ich jeden Morgen und ist erstmal ganz zufrieden. Wenn der Nachbar neben mir Knoblauch dreht, ich fress Knoblauch. Du, 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 du. Ich fress Knoblauch. Du, 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 du. Ich fress Knoblauch. Ich fress Knoblauch. Ich war wie ein Bock, aber länger lebe du ich. Yeah! Ich bin ja ein Künstler. Großes Talent. Naja, gut. Und, ja. Und das ist ja immer. Das ist ja. Das ist, die Nummer ist mir vor Jahren eingefallen. Und was ist das schon erlebt? Was Spontanität vom Publikum, was da kommt. Das ist auch so eine fantastische Sache, wo man mehr Kraft rauszieht. Ne? Dass man spontan die Leute zu was Verrücktes, zu was Einfaches und boah, gut, es ist ja schon nicht daneben gegangen, klar. Ne? Wo dann die falsche Leute oder wo dann die Stimmung nicht da war. Und, aber zu 90% ist das eine geile Nummer, ne? Nur dann die Mädchen tanzen dann immer oder Kasu oder schütteln. Ja. Wie wäre es denn, wenn für bei dir die Halle voll wäre? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe jetzt auch Publikum und die Bühne zu sein ist auch eine Gewohnheit. Wenn du gewohnt bist und du weißt, dass du spielen kannst, ne, hast du keine Panik, weil das ist nicht einfach auf die Bühne, weil man denkt, mein Gott, ich kann nicht spielen. So, die Leute, die lachen mich aus. So, ich gebe mich noch ein Stück. Was ich gerade gespielt habe, war verloren in die Unendlichkeit. Jetzt werde ich in Gitarre-Labyrinth, noch ein Gitarre-Stück spielen.
glaube, diese verloren die Unendlichkeit. Das waren doch meine Gedanken. Und das, wenn jemand mal ein Stück wieder ein Stück findet, die Gefühle hat, kann auch sein, also, dass sich jemand in meiner Lage sich findet. Und dann hat Melancholie durch mein Stück und er hat mein Stück gerne. Das ist alles. Ne? Da, und ich habe dieses Gedankenstück für mich gemacht, aber die Gefühle, die gebe ich auch weiter. Und genau ist bei Eros Ramazzotti zum Beispiel, der ja komponiert, und er gibt die Gefühle weiter und das Publikum kauft. Ne? Weil, weil Eros Ramazzotti so empfindet auch. Ne? Und deswegen ist auch ein Künstler, Eros Ramazzotti, und ja, hat Glück gehabt und ist reich auch. Ne? Das hängt auch am Glück auch. Bist du auch reich? Mir geht's gut, also ich bin nicht reich, ich bin mit meiner Seele reich, weil ich will, ich weiß, was ich will. Meine Seele ist reich. Meine Seele ist reich, also das, also, ja, mir läuft alles, glaube ich, will, also. Ja. Un poco a scordare tutto qua e bevo, capisci? Bevo. La mia donna mi ha tradito con il mio migliore amico, se n'è andata. Fumo un po' troppo, si lo so già. Quei disgraziati io li ammazzo tutti e due. Gelosia. Prego sempre la Madonna. Ritorni la mia donna. O morirò. Dammi un coltello. Dammene due. Quei disgraziati io li ammazzo tutti e ardo. Incontro per la via, io li mando al cimitero, così sì. Weißt du, wo sich hier rüber handelt? Ich habe eine Freundin. Ja, ja. Meine Freundin verliebt sich in einen Freund von mir. Aha, aha. Die verliebt mich und dann sehe ich Blut, einfach süchtig Blut, diese Blut. Ja, 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 ja.